Ja, wir haben es uns gerade mal gemütlich gemacht, bequem, alles leer, endlich Feierabend. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ja, ich bin Jan Brennenstuhl, ich arbeite für die Open Knowledge Foundation in Deutschland. Ich bin Softwareentwickler, Webentwickler, Open Data Enthusiast. Und ich bin von Piraten eingeladen worden, heute hier auf der Verkehrswende-Konferenz etwas zu Open Data zu erzählen. Habe aber auch noch andere Projekte. Ah, und du kommst woher? Berlin, ne? Ich bin Berliner, ja. Berliner. Was hast du noch mitgebracht? Ein schönes Projekt, was nächsten Juni in Köln stattfinden wird, ist Interactive Cologne, das wir von Open Knowledge Foundation zusammen mit Partnern aus dem Startup-Bereich Creative Scene aus Köln organisieren. Ist ein einwöchiges Festival parallel zur CO Pop in Köln, inklusive zweier Hackdays, einen schönen Hackathon, wo wir noch viele junge, talentierte Hacker, Designer, Startupper und andere interessierte und kreative Menschen suchen, die sich uns anschließen wollen und mit Daten hacken, offenen Daten hacken oder mit Drohnen arbeiten möchten. Das heißt, offene Daten hacken heißt jetzt was? Also das heißt, das ist für mein Verständnis, was ich jetzt so auf dem ersten Moment verstehen würde, dann nach dem Motto, entwickle mal was draus, was kann man alles damit tun oder, genau, oder? Genau, in die Richtung geht das. Es geht ums kreative Entwickeln von Ideen und Anwendungen, die prototypisch umzusetzen, alles sowas. Und da arbeiten die Kölner gerade da daran, den KVB, den Kölner Verkehrsbetrieb davon zu überzeugen und andere Verkehrsverbünde, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, zu öffnen für die Bürgerinnen und Bürger, für die Anwendungsentwickler und die Designer, um neue tolle Apps zu bauen mit offenen Verkehrsdaten, mit offenen Transportdaten. Und ja, wir hoffen, dass VRR, VRS und KVB es noch hinkriegen, bis Juni Daten zur Verfügung zu stellen. Ein Teil der Daten ist doch eigentlich zumindest schon online. Also zumindest was VRR angeht, dieses EFA, dieses elektronische Fahrgastsystem. Ja, also ich stecke nicht komplett drin, aber dieses Fahrgastsystem werden sicherlich keine Rohdaten sein. Es geht um die Rohdaten. Wir wollen keine schon vordefinierten oder vorbearbeiteten Daten haben. Wir wollen die so roh wie möglich haben, so wie sie aufgezeichnet werden. Das heißt, es geht dann nicht nur um reinen Fahrpläne, sondern tatsächlich Fahrgastdaten, Laufleistung, also Kilometer, Verbrauch und so weiter, oder? Auch interessant, am interessantesten sind neben den Fahrplänen, die ja oft schon, deren Öffnung ja relativ einfach ist, weil die ja eh schon von intern bei den Verkehrsbetrieben maschinenlesbar vorliegen. Interessant darüber hinaus sind aber solche Sachen wie, funktioniert der Lift auf dem Bahnhof? Gibt es da Rolltreppen? Sind die intakt? Funktionieren die? Oder wo sind eigentlich die Ein- und Ausgänge? Gibt es ein 3D-Modell von der Station? Oder gibt es auch Echtzeitdaten? Wo sind die Züge? Wo stehen die Busse gerade? Wo hakt es? Es schafft so ein bisschen Objektivität. Man kann von draußen in den Betrieb reingucken und kann mit den Daten neue Anwendungen generieren, auch verknüpfen. Wir haben das in Berlin gemacht mit dem VBB, Apps in the City, haben wir letztes Jahr mit dem Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg umgesetzt. Und es war ein riesiger Erfolg. Über 100 Entwickler, Designer und kreative Leute aus der Startup-Szene in Berlin haben daran teilgenommen an diesem Hackday und tolle neue Ideen entwickelt. Das heißt, die Ideen sind da, umgesetzt ist schon eine oder eher noch nichts? Doch, es werden auf diesen Hackdays ist die Idee natürlich, einmal Leute zu finden, die an einem Projekt, an einer Idee arbeiten wollen und diese möglichst auch prototypisch vor Ort an demselben Tag noch umsetzen. Das verfolgen wir auch, diese Idee, dieses Konzept in Köln im Juni, 18. und 19. Juni ist das. Aber natürlich dauert die Entwicklung einer vollwertigen Anwendung länger als ein oder zwei Tage. Das nimmt schon ein paar Wochen mindestens in Anspruch. Und es gibt auch Anwendungen in Berlin, die entstanden sind im Zuge von Apps in the City, die vorzeigbar sind. Ja.
Kann man sich eine angucken? Wenn ja, welche? Oh, da müsste ich jetzt... Oder wo kann man suchen? Wir haben eine schöne Webseite, appsinthecity.net. Da ist ein Großteil von dem, was wir mit dem VBB gemacht haben, dokumentiert. Da kriegt man auch die Datensätze her, auf denen wir da gearbeitet haben. Und da findet man auch mehr Informationen und andere Praxisbeispiele. Wobei ich mir das persönlich ein bisschen kompliziert vorstelle. Es reicht mir doch an und für sich. Es fährt dann und dann etwas ab an der Station, wenn ich dann und dann ankomme. Eine 3D-Darstellung, macht das Sinn? Ich frage jetzt einfach mal so ein bisschen. Naja, für den Einzelnen ist es immer schwer, die Bedürfnisse anderer Menschen hervorsagen zu können. Und vor dem Problem stehen eben auch die Verkehrsbetriebe und weiterhin noch vor dem Problem knapper Kassen. Und deswegen ist unser Argument immer, den Verkehrsbetrieben gegenüber, öffnet doch eure Daten. Es gibt genug Leute, die spezielle Anforderungen haben, sei es jetzt Rollstuhlfahrer oder Eltern mit Kind, Kinderwagen, die eben genau wissen müssen, ob zum Beispiel der Fahrstuhl nun funktioniert oder nicht. Und es werden Anwendungen entstehen, von denen man vorher gar nichts gewusst hat und an die man gar nicht gedacht hat. Ja, das ist normal, das nennt man dann Innovationsförderung. Das können sich die Verkehrsbetriebe dann auch gut auf ihre Fahnen schreiben und als innovationsfördernde Unternehmen einen Schritt nach vorne gehen in die Zukunft. Wie sieht das überhaupt Open Data? Wenn du sagst, ihr wollt nach Köln, gibt es denn dort schon Daten oder müsst ihr die erstmal bei den Kölner Verkehrsbetrieben bestellen, beziehungsweise denen sagen, hey Leute, ihr müsst die Daten, wenn, dann so und so darstellen, beziehungsweise bereitstellen. Wie geht das, wie muss man sich das vorstellen, wie kommt ihr daran? Ja, das ist eine schöne Frage. Das ist ein ziemlich langwieriger Prozess, weil es da viele Bedenken bei innerhalb der Verkehrsunternehmen gibt, natürlich. Es fängt davon an, warum sollten wir eigentlich kostenlos unsere Daten irgendjemandem zur Verfügung stellen? Wir haben ja dafür Geld ausgegeben, die zu akkumulieren. Und geht dann darüber hinaus so, wenn denn Anwendungen auch mit unseren Daten gebaut werden und jemand damit Geld verdient, so haben wir davon gar nichts. Oder eben, was passiert, wenn jemand unsere Daten missbraucht oder eben falsche Informationen liefert. Ne? Das sind alles Bedenken, die wir aber in den Monaten, die wir mit dem VBB geredet haben, ausräumen konnten. Also der VBB gilt in Deutschland immer noch als leuchtendes Beispiel an der Spitze. Die sind die Ersten gewesen, die sich da geöffnet haben. Und was zeigt, dass man diese Bedenken durchaus ausräumen kann und dass die Rechtsabteilungen das auch absegnen können. Jetzt gilt es eben in das Gespräch mit den Kölner Verkehrsbetrieben und den Verkehrsverbünden rundherum zu gehen. Und da sind wir aktiv dabei. Das machen Aktivisten in Köln, die mit der Stadtverwaltung und mit den Verkehrsbetrieben aktiv in Verhandlungen sind und denen versuchen zunächst einmal dieses Konzept Open Data, ne, was heißt eigentlich Offenheit, zu erläutern. Da sind sie schon einen guten Schritt vorangekommen. Das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass es so aussieht, als ob sowohl die Stadtverwaltung als auch die Verkehrsbetriebe verstanden haben, was Open Data bedeutet. Und jetzt geht es eben darum, die letzten Bedenken auszuräumen und die technische Möglichkeit zu schaffen. Ne? Oft sind da IT-Dienstleister involviert, die erstmal diese Daten so aufbereiten müssen und dokumentieren müssen, dass jemand von außerhalb damit was anfangen kann. Ja gut, VBB heißt das jetzt, ne? Verkehrsbetriebe Berlin-Brandenburg, richtig? Oder Verkehrsverbund, genau. Dass die früheren Berliner Verkehrsbetriebe, BVB, ne? Jetzt, ja, schon ein Stückchen her, aber dass die das machen können, das war ja einer der ersten Verkehrsbetriebe deutschlandweit überhaupt, ne? Ja, weiß ich nicht. Soweit wie ich das hier gehört habe, schon. Ich muss mal sagen, dass die jetzt was Neues anfangen können, so als ältester Verkehrsbetrieb, das denke ich mal so einer Zeit. Haben die anderen noch ein bisschen Zeit? Ja, aber ich glaube, es hat nichts mit dem Alter des Unternehmens oder ich glaube, die Probleme steigen auch mit so verkrusteten Strukturen innerbetrieblich eher an, also desto älter das Unternehmen ist. Aber nichtsdestotrotz hat das eben geklappt in Berlin, in Brandenburg. Das ist schön, wir freuen uns da sehr und der VBB ist auch meines Erachtens nach sehr glücklich mit seinen Entscheidungen und wird auch in Zukunft weitere Daten veröffentlichen auf Nachfrage
und auch zu einer Verbesserung, was die Dokumentation betrifft und sowas hinarbeiten. Hat sich irgendwas verbessert jetzt eigentlich durch diese App-Entwicklung für Berlin-Brandenburg oder ist das, ich sage jetzt mal so, das Angebot auf demselben Stand geblieben? Es ist ja relativ kurzfristig. Kurzfristig hat sich da meines Erachtens nicht wirklich was verändert. Also die Bürgerinnen und Bürger verwenden immer noch die Anwendung, die sie eh immer benutzt haben. Was aber nicht heißt, dass nicht langfristig dieser Markt an Anwendungen wachsen kann. Und ein Markt an Anwendungen heißt ja immer Konkurrenz und oft auch Qualitätsverbesserung und nimmt eben die Last von den Verkehrsbetrieben selbst Anwendungen zu bauen. Ne? Wir haben das heute auch vom Vorstandsvorsitzenden des VRR gehört, dass die Kassen eben leer sind und ne, die müssen jetzt eben, wenn sie ihre Daten offenlegen, keine IT-Abteilung mehr haben, die eigene Anwendung baut, sondern die outsourcen sozusagen die Innovation, ne, Open Innovation, die tragen das nach draußen und lassen intelligente, kreative Leute neue Ideen entwickeln und neue Wege finden, mit den Daten umzugehen. Hört sich interessant an. Wer kann mitmachen? Grundsätzlich können alle Interessierten mitmachen. Das ist, die Interactive Cologne richtet sich speziell an Hacker, Softwareentwickler, Designer und Businessleute aus dem Startup-Bereich größtenteils, die eben Interesse haben, zum einen mit offenen Daten zu arbeiten. Nun ist beim Interactive Cologne Festival, bei dem großen Hackathon, dieser Open Data Bereich nur ein Track. Es gibt noch viele andere Tracks. Welche zum Beispiel? Es gibt einen Track von den Rails Girls, es gibt einen Mobile Hack Track, wo eben mit Mobilfunkgeräten gearbeitet wird. Es gibt einen Hardware Hack, ne, wo die Leute mit so Anykeys arbeiten. Viele andere Sachen. Eine ganze Übersicht, was es alles noch gibt und wo man sich anmelden kann, gibt es auf interactive-cologne.com. Und ich würde mich freuen, viele Leute wiederzusehen dort. Ich wünsche Erfolg, wünsche viel Glück, viel Spaß. Hier noch, bist du morgen noch da? Ich bin morgen noch da. Noch mit einem Vortrag oder diesmal als Zuhörer? Das werden wir sehen. Morgen ist ja mehr so offen. Vielleicht können wir noch eine schöne Diskussion starten. Weil das heute so ein paar Probleme, ne? Ja, es ist eben ein schwieriges Thema. Also diese Konferenz ist mehr so lokal ausgerichtet, also NRW-spezifisch. Mein Themengebiet ist da mehr abstrakt und vielleicht bundesweit und wenn nicht sogar global angesiedelt. Und natürlich interessiert es die Leute, die hierher kommen, zunächst einmal, was vor ihrer Haustür passiert. Und das ist ja auch kein Problem. Also ich kann damit super leben, solange es immer interessante Leute gibt, mit denen man sich unterhalten kann und Ideen austauschen kann. Und die hatte ich hier zuhauf. Bis zum nächsten Mal. Ich danke dir. Viel Spaß noch. Danke dir auch.